Das sind die Neuen. Bei der Sparkasse Spree-Neiße beginnen in diesem Sommer 17 junge Menschen ihre Ausbildung zum Bankkaufmann, der Bankkauffrau oder ihr duales Studium zum Bachelor of Arts. Eine beachtliche Anzahl, die beweist, die Arbeit bei der Bank ist alles andere als dröge und verstaubt. Ja, also ich würde in erster Linie sagen, dass uns der Umgang mit Geld viel Spaß macht. Das Zählen, die Zahlen. Und viele meinen zwar auch, dass es relativ eingestaubter Beruf ist oder sehr trockener Beruf ist. Aber ja. Ich finde auch, es ist sehr vielseitig. Wir haben viele Bereiche, die es hier gibt, die wir auch hoffentlich alle kennenlernen oder die meisten davon. Und ich finde es sehr interessant hier. Ich finde auch, zum Bankkaufmann ist ja erstmal die Grundausbildung. Das ist ja sozusagen die Basis, die gesetzt wird. Aber allein hier im Breitscheidplatz in der Geschäftsstelle gibt es Abteilungen wie das Immobiliencenter oder das Marketing. Und da kann man sich ja dann ausleben. Wir begleiten die jungen Azubis bei ihrem ersten Fototermin. Und warum die Sparkasse bei jungen Menschen einen so guten Zulauf erfährt, erklärt uns Ausbildungsleiter Marco Klose. Na, ich glaube, wir gehen unseren eigenen Weg so ein Stückchen weiter. Wir machen es ähnlich wie im Kundengeschäft auch. Wir wollen halt da sein, wo die Bewerber sind. Und vor allen Dingen zu dem Zeitpunkt da sein, wenn sie sich mit dem Thema Bewerbermarketing auch auseinandersetzen. Heißt für uns ein guter Mix. Sind in den Schulen unterwegs. Wenn eine Tür aufgeht in der Schule, wollen wir da sein. Wir sind auf vielen Messen unterwegs. Und haben, glaube ich, einen guten Social-Media-Auftritt. Ja, auch der Kanal ist uns mittlerweile sehr, sehr wichtig. Wir wissen, dass die jungen Leute da abends einfach ihre Recherche betreiben, wenn es um das Thema Bewerbermarketing geht. Und da wollen wir halt auch da sein. Und tatsächlich auf den letzten Messen auch immer wieder jungen Leuten die Möglichkeit gegeben, bereits anderthalb Jahre vor Ausbildungsbeginn, Studienbeginn, seine Bewerbung abzugeben, sich den Studienplatz zu sichern und dann mit dem Ausbildungsvertrag zu wedeln, wo andere noch nicht mal daran gedacht haben. Ne? Ich glaube, das ist unsere Stärke. Die Wege, sich über eine Ausbildung oder ein duales Studium bei der Sparkasse Spree-Neiße zu informieren, sind also vielseitig. Und ebenso unterschiedlich sind die Beweggründe der jungen Menschen, sich letztendlich für ihren zukünftigen Werdegang zu entscheiden. Also bei mir kam es so, ich kenne viele aus dem zweiten und dritten Lehrjahr und ich habe nur Positives gehört und deswegen dachte ich, ich probiere es einfach mal. Habe dann den Herr Klose kennengelernt und er hat mich überzeugt, dass ich das hier machen werde und jetzt stehe ich hier. Ja, und bei mir war es einfach der Punkt der Region, dass ich von hier komme, beziehungsweise aus Lübbenau, aus dem guten Spreewald, der nicht allzu weit entfernt ist und weiter weg wollte ich auch nicht. Und Cottbus ist die nächstgelegene Großstadt. Der Beruf des Bankers hat mich interessiert. Ich habe mich in der Umgebung beworben und ja, im Endeffekt hat mich das Bewerbungsgespräch beim Herrn Klose überzeugt. Die Sparkassenneuzugänge stehen natürlich noch ganz am Anfang ihrer Karriere. Behutsam werden sie die verschiedenen Bereiche durchlaufen und ihren Wissensschatz peu à peu aufbauen. Ein wichtiges Gefühl stellt sich bei den jungen Menschen dabei aber bereits nach wenigen Tagen ein. Man hat auch gemerkt, Montag waren wir 17 Fremde, am Mittwoch waren wir schon ein eingespieltes Team. Die drei Tage, die haben uns echt gut getan. Wir hatten 4 Seminare. Viel Input, aber trotzdem echt gut. Wir wünschen weiterhin so viel Spaß auf der Arbeit und eine erfolgreiche Ausbildung bei der Sparkasse Spree-Neiße.